Hey Leute, willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Ach, ist das nicht ein wundervoller Abend? Wie die Sonne gerade untergeht, so schön. Oh, es wird schon wieder violett. Es war eben noch so schön rosa. Ja, das trifft sich auch ganz gut. Erstmal schön, dass ihr da seid. Freut mich, euch begrüßen zu dürfen. Ich habe nämlich letztes Mal die Liebe überbracht. Die Botschaft der Liebe von dem kleinen Gray oder dem jungen Mann Gray an die Penelope Braithwaite. Was ist ein Name? Ja, wunderbar. Also sind wir natürlich jetzt auch weiterhin im Auftrag der Liebe unterwegs, weil ich will das weiterführen. Mal sehen, was noch kommt so. Ach ja. Schön, oder? Schön, schön, schön. Ich würde sagen, wir gehen erstmal ins Camp und pennen mal eine Runde. Oh, da ist irgendwas. Ein totes Tier. Hat jemand geschossen? Oh, da schießt jemand. Was ist hier los? Was ist hier los? Wer ist der Böse hier? Oh. Die alle abgeknallt. Jetzt rennen die ganzen Leute weg. Aha, Lemon Räuber. Räuber. So, Jungs. Mach mich jetzt offiziell wieder zum Good Guy, ha? Hat die alles auf den Wagen geladen? Mal gucken. Okay, die machen es richtig. Ich mach das immer falsch, irgendwie so ein Bruch. Was? War keiner von den Bösen? Aber doof. Ja, am Schlucker. Oh, guck mal, die sitzen einfach noch drauf. Hopp. Ah, das ist klar. Geht doch, ich kann die doch einfach runterziehen. Neue Säcke. Und weg mit dir. Nee, nee, nee. Oh, ist sogar ein alter Mann hier dabei. Los mit euch. Alles so klump geschlagen. Wir sind ja Helden. Mist, ich wollte den eigentlich gar nicht ausrauben. Siehst du mal. Direkt wieder negative Punkte eingebracht. Oh, dann nehme ich jetzt das Zeug hier mit. In der Truhe ist da bestimmt auch noch was drin, hä? Nicht, dass ich jetzt Ärger kriege. Dass aber auch keiner kommt. Ich habe das schon mal versucht, hier so einen Zug zu überfallen, und die ganze Zeit kamen Leute angerannt und wollten mich sofort hops nehmen. Kannst du nichts machen? So, schönen Alk mitnehmen. Das war's schon. Ich glaube, hier im Waggon ist auch nichts drin. Ich kann einfach so in den Zug steigen. Finde ich jetzt auch witzig, dass ich so warte, bis es weitergeht, ha? Hallo, guten Tag. Ich möchte gerne jetzt weiterfahren. Immer diese Streckenverzögerung der Deutschen Bahn. Oh, ne, der amerikanischen Railways. Yep. Companies. So bescheuert. Ja, jetzt aber schnell, Füchschen. Ja, wie gesagt, ich geh erstmal pennen. Das ist jetzt immer so eine doofe Zeit, hier noch rumzurennen. Ah, oh, sieh mal da, Pferdchen. Wow. Was sind das in den Satteltaschen, Pferde? Easy, easy. Bin aber ganz entspannt. Ich glaube nicht, dass das... Nee.
treten ja gerne mal aus, die Pferde. Wow, du scheiß Vieh. Ist ja gut. Okay. Whoa, girl, easy now. Easy, girl. Aber wir sind patschend. Ich glaube, ich habe jetzt was zu essen gegeben, oder ist das alles cool, oder? Oh, geht gar nicht. Good girl. Weißkopfschimmel. Mhm. Girl. Ich will mal treten jetzt, ja. Ist klar. Tschüss. Die anderen Pferde lasse ich mal. Die treten mich nur wieder um. Das tut immer weh. Ich will nicht wissen, wie viel gebrochene Rippen er deswegen schon hatte. Oh. Ich hab bestimmt irgendwas tot geritten. Was ist denn immer so neblig, sag mal? Who are you? Hey! So. Hey, Arthur! Can I have a quick word? Sekunde. This way. Come on. Muss das Pferd anbinden. Komm gleich. Ich muss gerade das Pferd anbinden. Alright, girl. Ich wollte das Pferd anbinden. Die sind alle bescheuert, ne? Was habt ihr die ganze Zeit mit Dutch und irgendwelchen Verschwörungen? Ach, na komm. Nee, morgen. Es ist jetzt morgen, Molly. Molly, ich muss erstmal schlafen jetzt so ein bisschen. Diese unersetzlichen Frauen. Oh, guck mal, da ist der kleine Jack. Jackie, ich hab was für dich. Der arabische Prinz. Prinz Lawrence von Arabien. Mr. Morgan. Ja. I don't know a thing. Hey, boy. I mean, that man I killed. Don't go too close to the water here, Jack. I won't, Uncle Arthur. Good boy. Good boy. You want to bring me? Yeah, I want to live. One hot head is enough. Excuse me. Hmm. Poker ist nichts für Leute, die voller Furcht sind. Literally. A puddle of piss. I just want to see it once. That's all it takes. Ist gerade ja. Hört mal auf, von Puddle of Piss zu reden, bitte. Hm. Howdy, Sadie. There she is. Hello, Arthur. Die Stimme von ihr. Oh, Sadie ist klasse. Ich mag Sadie. Aber ich muss mir echt mal wieder so einen schönen Friseurbesuch gönnen. Ist ja furchtbar. Wie er aussieht. Also der Bart ist fantastisch, aber die Haare sind zu lang. Ah. Aber der Bart sieht so richtig gut aus mittlerweile. Wie meiner. Und meiner ist noch ein bisschen länger und flauschiger. Geil. Die Haare pomadisieren. Das Gute ist ja, er muss sich nicht die Haare waschen, offenbar. Die sind einfach da wieder irgendwann sauber. Moin. Like your new home? I won't miss that other place, that's for sure. Keep your nose clean. Hey, Sadie. Morning, Arthur. Nice to see you, ladies. Arthur? Oh. Die Mundharmonika. You look pissed off. No more than usual. Ich hab dir gerade eine Mundharmonika mitgebracht.
trust all's well. Horrible. Könnte ich hier noch eigentlich tun im Lager? Ach, Holzhacken. Warum ist sie da so angepisst? Weiß nicht, ich bringe ihr extra eine Mundharmonika mit, sie kann musizieren. Nee, wer will, du? Oh, komm erstmal schön. Alles weghacken. Ja. Muss ja einer machen, ne? Ich hab schon drüber nachgedacht, Leute. Ich werde das Spiel. Die Klicks sind ja nicht die besten, ja? Aber das geht mir auch nicht darum. Es macht mir echt Spaß, wirklich. Ich werde es erstmal durchspielen. Die Hauptmission. Und dann werde ich weiterhin noch alles machen mit Sammeln und so weiter. Und das, wer sich angucken will, kann es ja machen. Also ich möchte auf jeden Fall noch weiter hier Zeit verbringen im Spiel. Ja. Ist ja so, dass man in diesen Spielen, also Rockstar Games, kann man immer zum Ende noch alles nachholen, was man will. Im ersten Teil war es halt nur ein bisschen anders. Aber will ich nicht spoilern, wenn es jemand nicht weiß. Aber ziemlich cool gelöst für dich. Ziemlich cool. Oh nein, ich wollte aber jetzt einen Topf essen. Gerade jetzt. Obwohl ich gestern Abend erst eine Riesenportion reingeschaufelt habe. Hallo. Hat Mister gesagt, aber nicht hello, egal. Hello. It's me. Ja. Ich werde noch ein bisschen einzahlen, dann kann ich endlich mal die letzten Superreserven kaufen. Good morning, Arthur. Morgen, Dutch. Warum bist du so missmutig und hast mich beschuldigt? Ah. Ah, die. Was so wenig? Willst du mich doch verkohlen, oder? Hm. Bin ja echt frech. Da. Platinring. Das werde ich ganz bestimmt nicht spenden hier, das glaubst du aber. $31. Ich habe schon so viel für das Lager getan, weißt du? So viel. Bin der liebste und beste Mensch. Gute Zeug. Ja. Toll, ne? So. Ach so, und wer war's? Eine Zuschauerin, eine Liebe. Wie heißt sie? Ach Gott. Sie hat gesagt, ich brauche mal wahrscheinlich eine größere Tasche für das Geld. Das hat sich jetzt erübrigt, wie ihr seht. Aber ja, man braucht wohl auch ein größeres Portemonnaie, wenn man mehr Geld mit sich rumtragen will. Das Doofe, was ich übrigens finde, ist nur, dass man nur immer nur eine Tasche bei sich tragen kann. Das ist echt blöd gemacht. Ja, da schießt du, weil ich bin der beste Mann hier. Ich bringe immer Zeug. For man's desire and not some old world juju. Juju? Weißt du, ich finde das echt gemein von ihm, dass er uns hier verdächtigt, also. Er sagt, wir verraten ihn am Ende. Ich bin der Type. Mr. Morgan. Put some of that debt money in the box. Okay. Yep. Naja. Mit der Halsabschneider. Was für, auf was für eine Begrüßung, ne? Er sagt guten Morgen. Wir so, ja, geh hier in die Box. Ich kann nichts mehr einsammeln? Ernsthaft? Guck mal. Okay. Wäre ich der Meinung, ich hätte noch ein Hirschfell gehabt. Weil ich noch spenden kann oder durch verkaufen kann. Wow, ich schmeiße wieder Flaschen durch die Gegend. Ihr seid doch alle bekloppt. Ist wieder Mai. I'm very into my crafting at the moment, Mr. Morgan. I'm very happy to make you something if you bring me the right materials. Ah ne, ist da nicht? Für Wildgegenstände, aber das ist ja was anderes. War es mein perfektes Hirschfell ist weg. Das habe ich glaube ich schon. Habe ich das nicht verkauft schon? Hm. Okay, considering. Für John kann ich auch was. Ich kann für jeden, das ist ja unglaublich. My table awaits your offerings, Mr. Morgan. Yeah, I will.
Na, well, was reden die da die ganze Zeit? Very good. We were getting low. I care about him. Good job, Mr. Morgan. Damn fool that he is. I know, dear. Stay calm. Abigail. Just sit, Jack, you know. Needs you calm. Ich mag auch sehr voll gerne die Stimme. Finde ich toll. Sehr, sehr. Hey, Kumpel. You ain't giving up on us, are you? No, of course not. But this is no situation for Abigail and the boy. Well, maybe not. Die Hühner. Ich hätte mal mit Molly. Hey, Molly. Yes, Miss O'Shea. Ah, call me Molly, would you? Arthur, how is Dutch? I mean, how does he seem to you? I'm about the same as usual, I guess. I really love him, you know. But if he... Like he always says, loyalty is everything, so... Arthur! Excuse me, Miss O'Shea. What you want? I bring a gift. The great gift of information. So you got some tip-off, so now I can risk my neck and make you some money while you lounge around. You know, Arthur, bitterness, it works on the inside as well as on your sour face. If you say so. But you could go find some other fool to run your errands. Bill, come on over here. Will you be my other fool? You too, Charles. What are you talking about? Arthur's above a little stick-up I heard about. No, I'm not. You just said... Hey, I'll do it. As long as you ride with us. I got a serious medical condition. Yes, you are a compulsive liar. No need to be like that. Charles, have I ever lied to you? I hardly know you. Exactly. You boys should do this. It's easy, and I'll only take a small commission for my information. But it's now or never. Then it's never. Oh, God help me. Fine, I'll do it. Well, what is it? It's a supply wagon carrying payroll, but very briefly unguarded, apparently. As it passes through a crossroads near here where there's an old ruined church before it connects with the rest of the wagon train. Very easy pickings. As long as we get paid or you get shot, I'm happy. You are a sick man, Arthur Morgan. A very sick man indeed. This way, bunch of smart alecks. Hey! How you get wind of this, old man? Schönes Pferdchen. We only been down here all of 5 minutes. Well, while you boys been off fishing or playing lawman or whatever the hell you've been doing, I've been getting down to business. What are you doing? Hey. Finding the nearest grog house. Hey, you don't want in on this, Williamson. That's fine by me. Do us all a favor. Head home. Just give it a rest, you two. Just have a little faith for once, will you? I've been scoping jobs like this since you fellas were knee-high to a grasshopper. Once a decade, maybe. So what is it you've scoped here, exactly? Well, I told you. There's a wagon with a lockbox passes through every week. They switch outriders just north of here, but the front wagon's by itself for a stretch before the last run down into Rose. Okay, hold up here. We should cover our faces. They'll be passing through the crossroads up ahead. When? Soon, Williamson. Christ's sakes. I should be due any time now. Let's keep this quiet and clean. Nobody needs to die here. There! You see, gentlemen? Just like clockwork. You know, boys, I don't want to get shot, but this is a mistake. I work for Cornwall Kerosene and Tar, Mr. Leviticus Cornwall. Oh, so wieder der. So you know him? Who doesn't? I hear he's rich enough to share the wealth around and not miss it too much. Oh, he'll miss it. So, das ist aber nicht. Okay, we're looking good.
Must be nearly 1,000 here. Shit! Hey! Think I see something! Oh, great. Oh, da kommt der zweite. Let's go! Yeah! Doch, ja. Quick! Get off the trail! Into the woods! Let's take him and get back to camp! No, we need to find a place to lie low. We can't risk leading Cornwall's men to camp. All right! Whoa! Let's hide in here. Quick! Go on, get out of here! Es gibt doch nur Probleme. Die finden uns doch hier. Get out of sight. Stay until dark, and then we'll sneak out of here. Charles, you keep watch for now. Sure. Well, we get some rest. Leviticus, das gibt wieder Probleme. All right. Let's try and get out of here. Hey, shit. Absolutely. Well, shut up, old man. Look, I was just trying to... Shut up. There's a light over by the house. Damn. I hate it. Let's just keep this calm. See what happens. Is this your place? Kinda. And you didn't hear nothing? Why don't you just tell me, partner, what you heard? Go ahead. Tell me what you heard. I don't... Maybe I heard some noises out by the barn a while ago. Oh, no. What do you mean? Better not be. All right. Coop forth. Lo, go check out the barn. Sir. Wir müssen weg. Wir müssen weg, Mann. Geht doch jetzt... Ihr hättet schon längst weg sein können. Ab durchs Fenster und... Well, the place looks deserted enough. Sure. You head inside, I'll go round the back. The place looks empty to me. Now, the old guy up there is full of crap. I don't think they're here. Don't see any horses. Come on. Back. Boss! Place is empty! Shit! Nein. Looks like we're shooting our way out of here, fellas! Nicht schon wieder! On this side! Wait, you son of a bitch!
fällt doch nicht so. Warum? Warum rennst du nicht weg? Oh, war das dumm? Wie schmeißt du denn das Dynamit erstmal oben gegen das... Oh Gott, ich sollte nicht mit Dynamit werfen. Das ist immer schlecht. Oh, was? Da läuft direkt die ganze Armee. Immer ausatmen muss. Ein schöner Hut. Into the tree. Come on. Where are we going, Bill? Einfach nur dumm, die Aktion. Arthur, with me. What the hell? Shut the hell up.
Onkel, du bist so ein Idiot, ne? Perfect. We need to do this quietly. You take the left and I'll take the right, okay? Your right or my right? You see anything? Not yet. Die Wurfmasse ist doch nicht so geil. We got corn on our backs. It was an honest mistake. Hey, leave it, Gwonk. Get out of here. Every man split up, Gwonk. Run quick. Good luck, gents. Stay quiet and move. Oh, Onkel. Du bist echt unglaublich. Ich höre die Wachen noch aus. Ich hoffe, da kommt keiner nach jetzt. Oh mein Gott. Was? Ich habe niemanden ermordet. Das ist eine Lüge. Nicht schon wieder. Ja. Nichts gemacht. Ja. Ja. Bisschen Wald reiten ist eine ganz gute Idee. Go to hell! Hey! Verdammt doch mal! Aber hey, ich hab kein Kopfgeld. Wollen wir mal positiv sehen, ne? Lauf, Schweinchen! Voll die gute Idee, ja, ja. Den wieder Leviticus, weißt du? Das ist doch eh schon unser Erzfeind, wenn man so will. Oh mein Gott. Das ist leider gerade eine sehr lange Bahngleise. Ich hoffe nicht, dass da was kommt. Oh Mann, die hört nicht auf. Und wird hier berüchtigt. Zum Glück sind die Züge hier nicht so häufig. Na, das ist ein Alligator. Nein! Steh auf! Oh, sieh mal, der hat 3 Sterne. Ich wollte gar nichts machen, guck mal. See you later, Alligator. Wieder mal, du weißt ja nie, ne? Nochmal drauftreten besser ist.
Ah. Oh nein. Das aussieht. Da kommt noch einer. Ah. Ach du Scheiße. Ach, die ist schlecht. Ne, komm, lass nochmal. Das hier. Schön. Huch, ich wollte nicht schießen. Es ist zu spät. Tut mir leid, deine Schildkröte. Ich wollte dich nicht erschießen. Ich wollte nur mal gucken. Girl, won't take long. Ah. Mal die Brocken rausschneiden. Reptilienfleisch. Das sieht aber. Das sind Froschbeine. Ich seh dich aus der Schildkröte raus. Da. Ich hab echt Angst hier die ganze Zeit. Ich kann's verstehen, das sind überall Alligatoren. Ah, guck mal, das ist richtig Bayou hier. Oh, nein, nein, nein. Hier geht's nur durchs Wasser und Wasser ist gefährlich. Wie bin ich denn hier gelandet? Sag mal, es ist ja Niemandsland. Was? Braucht jemand Hilfe? Stay back! The federal government. You're an enemy of this state. Get away! You know I ain't kidding! Here, don't you? Hey! Why don't you bastards shoot someone that can shoot back? These raiders are insane. Ja, ja. Dort liegt noch einer, aber ich glaube, das war sein Kumpel, den lasse ich mal liegen. Das wäre nicht nett, wenn ich dich jetzt plündere, das gibt wieder Ärger. Krieg ich wieder negatives Karma, ne? So wie immer. Okay, wo bin ich jetzt zur Familie Gray da? Darf ich auch wieder nicht schießen? Eigentlich ganz gut, ja, soweit. Ich habe letztes Mal schon im Namen der Liebe gearbeitet, das mache ich jetzt auch wieder. Yep. Es ist 4:30 Uhr morgens, mal sehen, ob er wach ist. Das ist der Hilfs-Sheriff, von wegen. Ich bin der schlechteste Hilfs-Sheriff der Welt. Also ich bin so ein Sheriff wie die Cops in The Shield oder so. Coming through. You're good. Pferdchen. Alles gut. Schüttelt sich die ganze Zeit. You're doing good, girl. Relax, girl. Ich muss die Hecken reiten hier, alles kaputt machen. Ja! Ja, Butchi Butchi, paar Haferkekse kriegst du auch noch. Real good. Kriegst du mal was? Yeah, here you are, girl. Na, na, girl. Hey, easy, girl. Langsam müsst ihr doch mir eine neue Stufe geben, oder? You did real good. Na. Braves Pferdchen. So, bleibst mal artig. Ich komm gleich wieder. Ich muss dir immer noch einen Namen geben, aber ich weiß nicht, wo ich hier einen Stall habe in der Nähe. Hey, junger Mann. You got my money? Sure. Did she give anything? For me? Yes. Might I have it? Sure. But it'll cost you.
I can't be bothered. Here, take it. Oh, thank you, Arthur. Thank you. My God. What a woman. She's... This'll get her killed, for sure. What? Women's suffrage. Around here, they don't even like men voting. They'd bring back the monarchy, given half the chance. Progress is a dirty word in these parts. Unlike incest. Excuse me? I don't want to marry my cousin Matilda. I want to marry Penelope. But they're gonna... They'll kill her at one of those rallies they're holding. They've done it before. Mister, you gotta help. No, I'm afraid I don't want no part of it. I'll pay. My family, we've still got some money. Fine. Just no more running around with letters. Thank you. Come on. We better get going. Ach, Junge. Oh, ja, ich soll auf mein Pferd steigen, wie wär's damit? Erstmal ein bisschen was. Ja. Lecker. Come on, come on. Ja. We'll go around the property and take the road to town. Ach, guck mal, es wird morgen. Es ist so schön hier immer. Legt aber ganz schön das Tempo vor, der Junge. Ich mag ja generell ploppen nicht so bei Gitarren, aber das hört sich gerade richtig gut an. Schleppen und ploppen. If she wants to rally, you gotta let her rally. Well, good as the cause is, I can't let her become a martyr to it. I want to marry a flesh and blood woman, not a statue in her honor. I'm sure they know what they're doing. There! There they are! Bo, what are you doing here? I cannot let you go through with this. You'll be killed. I'm prepared to die for the cause, Bo. You know that. Do something, please. Do what? Fight this mob? We must begin. They need me alive. This is no laughing matter, sir. They need protecting from certain elements. Mostly my family. Penelope, I beg you. I'll tell you what. Your friend here can drive the wagon for us. It'll allow us to shout all the louder. Hooray! Sure. Miss Calhoun. Miss Calhoun. Yes. My friend here says he can drive the wagon. Well, Olive Calhoun. Normally I like to drive myself, but today I feel like a man joining us sends the right message. Well, I ain't never been in a... protest march before, madam. Well, just treat us like the sheep and the folks attacking us like the wolves, and I'm sure you'll feel right at home. Shall we go? Gegen das Patriarchat. We know our song is a good one, and we know our cause is a pure one. Yes, ma'am. Let liberty reign. Dieser Frauenwahlrecht, alles finde ich sehr super, doch. Aber dieses Übertriebene, dass Männer ja böse sind. Take us down Main Street, right through town to the steps of the Bank of Roads, Mr. What was your name? Arthur Morgan. Very good, Mr. Morgan. Not too quick and not too slow. We need them to hear our voice. Well, they'll hear it all right. Very good, very good. Mr. Morgan, are you an old friend of the movement? I'm just a driver, Mrs. Calhoun. Maybe a shotgun messenger if it comes to it. I hope it won't. Well, our message will be delivered peaceably, Mr. Morgan. You can keep your shotgun to yourself. Stay on Main Street. It's a left up here, Mr. Morgan. Look at these people. It's about to get exciting. I can feel it. I believe you might be right. Good day, Sheriff. I trust you'll make sure it's a peaceful assembly. You sorry fool!
Mr. Morgan, I give you the male of the species. Yeah, that's a pretty dumb specimen, I guess. A little further, please. Stop just past the bank. This spot is fine, sir. Ladies, get down! Come on! Come on! Go home! Shut your mouth! What are you doing? The hell is going on? Ladies and gentlemen, this is a great day for all of us. For today is the day we begin to live as equals. Yes, equal, sir. Fair and equal. This is unnatural. This is nonsense. Equal and free, just as the Founding Fathers intended. Founding Fathers, not Founding Mothers, you silly old goat. His philosophy dependent on biology. What the hell are you doing here, boy? Keep your voice down. I'm trying to listen to the speech. Hello, darling cousin. Don't you ever speak to me like that. What are you doing here? Listening. I suppose. Go help Bo. His cousin is a moron. And stop them from ruining the speech. Oh, das arbeitet doch gleich aus hier. Learn yourself some manners, cousin. Haven't you got anything better to do? Oh, you always was Bo, a cocky little... Bo, weren't we just leaving? Who the hell is this? Follow me. What? You'll hit me? Come on. Sir, can you not see how anybody... Oh, wie sie schon aussehen, die Typen. Come on, Bo. Let's go. Das Fleischgesicht. I'm sorry, friend, but let the women speak. Oh, your silly cousin, he meant no harm. Look at him. We gotta go before they think twice. Oh, Lord. Follow me. I know a place. It's an old battlefield no one goes to. You don't want to go back and hear the speeches? I ain't voted before, but kind of getting hot for voting rights. I don't know whether to take you seriously, Mr. Morgan. My cousins are my primary concern right now. If everyone knows about Penelope and me... Everyone knows about Penelope and you. I know about Penelope and you, and I've been here all of 10 minutes. The sooner it's out, the sooner it's resolved. The sooner it's dealt with, you mean? We're dealt with. Our families, the Greys and the Braithwaites, we bury our secrets, and we bury them deep. Your secrets and your treasure. You know, Catherine Braithwaite's got a daughter. No one's seen her in years. She weren't right, you know, and Penelope said... I ain't heard about daughters. I heard about gold. Well, Yankee gold? I fear that's just a story, Mr. Morgan. But I don't know. This is awful. Nobody died. Ain't that awful. My cousins are vindictive bastards. My brothers are vindictive bastards. My cousins are worse. They started it. I know, but... You should leave. I will, as soon as I have enough money. When my family... We have money, but I don't. Is your family very rich? Yes. Well, I believe so. But they keep me out of the discussions. I have more of a... artistic temperament, so... Oh, is that what they call it? Yes. Oh, you made a joke. Mm. I really love her. I do. Well, stick around. Maybe you can die for her as well. I thought you were trying to make me feel better. Look, I gotta go. Me too. Oh, damn! I'm gonna be late. My uncle is quite as bad as you would imagine. Here, your payment. Thank you. Excuse me. Was war das denn jetzt für eine Mission, sag mal? Stromtreuer Liebe, Teil 3. Oh mein Gott, was war das gerade bitte? Ich habe übrigens nochmal nicht über Lust, hier zum Braithwaite-Männer reinzugehen und mich mal umzuschauen. Ich mach das mal. Das gibt keinen Ärger. Vielleicht soll ich vorher mal speichern, wie wär's damit? Ja, aber irgendwas muss da ja gehen. Oh, einfach mal neu. Oh Gott, ich habe schon 37% der Geschichte. Ja, das ist jetzt verhältnismäßig, hört sich das viel an, aber ich habe jetzt eigentlich nicht so viel gemacht.
finde ich, von den Missionen her. Naja, schauen wir mal. Ich darf hier ja nicht sein, oder? Hier ist es mir verboten, mich aufzuhalten. Sehen. Oh oh. Ich habe hier gar nichts zu suchen, ich gehe schon wieder. Ich vergesse das mal lieber. Ich fange sonst gleich an, auf mich zu ballern. Wow, Pferdchen. Dann hochspringen. Na gut, Leute. Komm, ich würde sagen, wir machen mal Schluss. Lohnt sich jetzt nicht, was Neues anzufangen und ich würde nur ins Lager reiten und ein paar Sachen machen. Deswegen ist hier schon Ende. Dann habe ich auch nicht so viel mit hochladen. Danke fürs Zusehen, danke fürs Liken und Kommentieren. Bis zum nächsten Mal mit Red Dead Redemption 2. Haut rein, tschüss.